Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal ein Urban Sketching Video und zwar eine Situation aus dem Urlaub. Und zwar, es geht um einen Urlaub in Asien und da ist eine Situation auf dem Markt, die wir mal beobachtet haben. Und das Ganze mal in außergewöhnlicher Technik und zwar, wir machen Folgendes, wir werden mit Bleistift vorskizzieren, machen dann aber mit Markern sozusagen die Flächen und die werden dann ausgearbeitet mit einem Fineliner. Also ganz grob, als erstes haben wir uns die Struktur schon mal festgelegt. Das ist wichtig zu wissen, wo was steht. Und dann sofort ganz grob die Flächen angelegt. Das heißt, man sieht sofort, wo Licht und Schatten ist. Oder sollte man sehen, da müsst ihr wirklich gut beobachten, um das auch mal so immer darstellen zu können. Und hier sieht man schon, dass eigentlich die Situation schon dadurch fast klar ist. Und dann kann man das Ganze auch sofort schon umsetzen. Und zwar die groben Konturen. Und dann geht man in die Kleinigkeiten rein. Also wichtig natürlich bei solchen Urban Sketchen sind natürlich verschiedene Techniken. Wir zeigen euch verschiedene Techniken. Das ist auch eine, mit der man sehr gut arbeiten kann, indem die Schattenseiten, das kann man auch natürlich mit einem grauen Stift machen oder wie jetzt hier übertriebene Maßnahme ist, mit einem farbigen gemacht. Und dann die Bereiche, die aber noch so ein bisschen dann farbig stehen lässt, aber die Kontur zeichnet. Also Urban Sketching ist natürlich sehr schön, wenn man mit dem Skizzenbuch unterwegs ist. Wenn man sich natürlich bewerben möchte für Designfächer, ist sowas im Skizzenbuch eigentlich sehr vom Vorteil. Das muss aber natürlich gut umgesetzt sein, da müssen die Proportionen stimmen, Perspektive, weil natürlich sowas ganz schnell zerrissen wird. Wenn euch das interessiert, wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de sowie akademieruhr.de. Da zeigen wir euch einiges, was man da jetzt erkennen kann und wie man damit arbeiten kann und was ihr natürlich daraus macht, wenn ihr so arbeitet. Hier sieht man natürlich immer wieder die feine Detailarbeit, das heißt auch das Fahrrad muss irgendwie angedeutet werden, aber auch nicht zu fein, weil dann dauert es einfach zu lange. Schaut, dass die Bereiche einfach stimmig sind, dass die Tiefe funktioniert, dass all die Details einfach zu erkennen sind, die man braucht, aber eben nicht zu viele. So, dann bietet so ein Tuschestift oder ein Feiler natürlich die Möglichkeiten auch mit seitlich zu arbeiten mit einer bestimmten Neigungswinkel, das heißt mit einem feinen Strich bekommt das Ganze eine ganz dünne Linie oder wenn ihr den Stift seitlich ein bisschen legt, dann hat er ordentlich einen kräftigen Strich, was natürlich auch gut funktioniert. Das ist nochmal das Ergebnis und schaut euch auf unseren Seiten um, hier unter onlinekurse.akademiro.de gibt es dazu einige Tutorials, figürliches Zeichnen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Akademie Ruhr-Team.